hallo, das ist City Vendée. Ihr habt schon den ersten Eindruck gehabt. Wir sind unterwegs mit dem Bürstner Ixeo i744. Ein 14 Tage währender Test. Man könnte auch sagen, wir nehmen das Auto, das schöne Wohnmobil, unter die Lupe. Und ich will euch erstmal außen zeigen, wie das Ding aussieht, wie lang es ist, so das Wesentliche von außen. Dann gehen wir innen und wir sprechen über alles, was wir jetzt in den letzten 14 Tagen innen erkannt haben. Der Ixeo i744 ist 7,50 Meter lang. Das ist schon ganz ordentlich. Bürstner nennt das gehobene Mittelklasse. Und man hat natürlich entsprechend viel Stauraum. Das Wesentliche seht ihr später innen, nämlich hier hinten gibt es eine Lounge. Das ist so eine Sitzecke, die man benutzen kann. Das ist etwas Neues. Aber gehen wir erstmal außen entlang. Wir haben hier im Heck einen kleinen Stauraum. Ich würde sagen klein. Schaut mal da rein, da ist, wir haben unser Gepäck drin, wir haben die Wäsche drin, alles was so klein ist, aber ein Fahrrad, das seht ihr, passt hier nicht rein. Es gibt Modelle, wo wir hinten eine hohe Garage haben, wo man auch die Fahrräder reinmachen kann. Geht mal mit mir. Die Fahrräder kriegen wir hinten jetzt auf dem Heckträger unter. Der ist natürlich nur gegen Aufpreis zu haben, wie so manches bei diesem Auto. Übrigens, der Grundpreis beginnt bei 80.000 Euro. Das bedeutet, da kommt noch das eine oder andere dazu. Zu diesem Grundpreis hat er dann 130 PS. Wir haben hier aber die 150 PS Variante. Und wir haben auch eine Auflastung. Dieses Auto hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 4000 Kilo. Das bedeutet, man kann in etwa 800 Kilo zuladen. Das ist schon ganz ordentlich. In der Basis kann man dieses Auto auch mit dem normalen Führerschein fahren. Dann ist es maximal mit 300 Kilo zu beladen. Das ist natürlich nicht viel, wenn man jetzt mal ausrechnet, was eine Person wiegt, was ein Fahrrad wiegt, das ist nicht so viel. Aber es gibt diese Möglichkeit, denn wer den alten Führerschein nicht hat, ist natürlich auf diese Begrenzung von 3500 Kilo angewiesen. Jetzt gehen wir noch ein Stück auf die Seite. Auch hier haben wir noch ein Staufach, das geht durch, aber ist auch relativ niedrig. Aber für die Dinge, die man wegkriegen möchte, ist das schon okay. Habt ihr reingeguckt? Wunderbar. Ja, dann geht es hier weiter. Dahinter verbergen sich die Gasflaschen. Muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Und hier, das ist, ich mache mal auf, ist der Zugang für den Wassertank. Und das ist jetzt auch relativ neu. In diesem Fach befindet sich auch der Stromzugang. Früher war der außen, über eine Außensteckdose. Jetzt ist er innen. Hat natürlich Vorteile, man kann ihn besser abschließen, man kommt nur dran, wenn man es auch möchte, also Fremde nicht unbedingt. Ja, hier ist dann der Einstieg ins Fahrerhaus und das ist jetzt das nächste Wesentliche. Wir haben hier einen voll integrierten. Das bedeutet, dieses Reisemobil hat ein Fahrerhaus, das zum Reisemobil gehört. Man hat das alte Fahrerhaus der Ducato-Maschine, die darunter liegt, weggemacht. Oder erst gar nicht produziert und man hat jetzt den vorderen Bereich zur Verfügung, um darin zu wohnen. Ich zeige euch das nachher hinten. Ja, das mal zunächst mal zu außen. Vielleicht noch was Wichtiges, die Höhe, 2,96 Meter ist dieses Reisemobil hoch. Und das führt dann zu einer Stehhöhe innen von 1,96 Meter, also für die meisten Leute durchaus akzeptabel. Ja, das ist jetzt mal der erste Eindruck von außen. Ja, jetzt fahren wir in unserem Ixeo i744. Was ich euch, ich habe es auch schon erwähnt, ans Herz legen möchte, hier diese Automatikschaltung. Denn wir haben ja hier in Frankreich unglaublich viele Kreisverkehre. Wir sind hier auf einer Nationalstraße, der D960, wo man übrigens nur 80 fahren darf seit 1. August. Und ja, das erleichtert das Ganze doch schon sehr. Denn man muss nicht kuppeln, man muss nicht schalten, es geht alles automatisch. Sehr angenehm, da kann man sich auch mal etwas entspannter zurücklegen. Übrigens als Sonderausstattung hat dieses Auto einen eine Sitzheizung, was natürlich im Winter mal schön ist. Ein sehr kleines Verstellrad hier links unten am Sitz.
da muss man schon genau gucken, ob sie nicht eingeschaltet ist. Da muss man wissen, wo sie ist. Ansonsten, dieses Navigationssystem von Pioneer, ja, empfehlen kann ich das nicht wirklich. Es ist einfach veraltet, es ist langsam, es ist nicht intuitiv bei der Eingabe. Und ihr seht schon, hier ist das gute alte Smartphone mit der Software. Das hat man einfach zusätzlich, weil es doch genauer ist und deutlich schneller funktioniert. Ansonsten ist das ein Fiat-Fahrerhaus. Nicht sehr schön, nicht sehr hässlich. Es ist eine öde Plastiklandschaft. Und außen, ihr seht es ja hier, ist es eben umbaut. Wir haben hier nicht das klassische Fahrerhaus, sondern eben ein voll integriertes Fahrerhaus, das, wenn man nicht fährt, eben dann auch als Wohnraum genutzt wird. Wir haben hier komplett analoge Anzeigen, das kann man natürlich nicht mit PKWs vergleichen, aber es fährt sich ganz angenehm. Die Sitze sind beim Fahren wirklich hervorragend, ich sitze hier sehr gut, ich kann die Sitze ganz gut einstellen, auch die Sitzneigung und diese Ledersitze, die schön hier sind, allerdings nur gegen Aufpreis zu haben. Ja, was fällt mir noch ein? Ja, dieses Rollo hier, das gibt es gegen Aufpreis auch elektrisch. Ihr seht schon, wenn ich das jetzt während der Fahrt machen möchte, wenn die Sonne tief stehen würde, dann wäre das ein Problem. Und insofern ist es nicht ganz so praktisch, dass man das hier mechanisch macht. Ja, das ist der Bürstner Ixeo i744 von vorn. Sieht basic aus. Schöne LED-Lichter hier. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt möchte ich eigentlich noch etwas zeigen, ja, was eben auch zum Leben gehört. Und was man eben auch machen muss hier, nämlich die Toilette, der Behälter für die Dinge, die man wieder wegbringen möchte oder muss. Denn schaut mal, da zieht man da hoch, nimmt dieses Teil dann raus, stellt es auf den Boden, klappt das im besten Fall aus und kann das Ding auf seinen Rädern dann in die Toilette oder in einen entsprechenden Auffangbehälter für solche Reisemobiltoiletten bringen. Das geht ganz gut, wenn man dort auch Wasser hat, um das wieder auszuspülen. Damit es nicht übel riecht, muss man natürlich auch ein bisschen Chemie beisetzen. Dann kann man das einfach wieder da reinmachen, schiebt es rein, es rastet automatisch ein und schließt das und alles ist erledigt. Ja, ein ganz schönes Detail, gehört einfach zum Leben dazu und macht es natürlich auch wichtig. Ich denke, man kann etwa 2-3 Tage mit einer Füllung auskommen und dann muss man wieder diese etwas unangenehme Arbeit machen. Aber sie ist hygienisch, da läuft nichts raus, das funktioniert ganz gut. Apropos Aufpreise. Wie ich schon gesagt habe, vieles hier an diesem Auto kostet noch zusätzlich Geld. Zum Beispiel auch das Hubbett im Heck, das ich euch jetzt zeigen möchte. Ja, wie gesagt, ich zeige euch zunächst mal den hinteren Bereich, denn das ist etwas Neues. Das Auto kam ja erst 2017 auf den Markt. Und was man hier jetzt gemacht hat, man hat eine Lounge-Atmosphäre geschaffen. Und ihr seht jetzt an meinen Bewegungen schon, dass da ein kleines Problem ist. Wir haben zwar hier 1,96 Meter, aber durch dieses Hubbett, das es auch optional gibt, man muss das nicht haben, das haben wir jetzt ganz hoch gefahren, haben wir hier keine 1,80 Meter mehr. Ich bin 1,86 groß, auch ohne Hut, und komme also nicht aufrecht und runter. Für mich ein großer Nachteil, ein tatsächlich großer Nachteil. Und ihr seht, wir haben jetzt hier die Bettdecke und das Kopfkissen unten. Denn wenn man das noch oben drauf lässt, dann ist die Höhe noch geringer. Man kann dieses elektrisch verstellbare Hubbett hier mit diesem etwas schlichten Schalter bedienen. Ihr seht das, jetzt kommt runter und es fährt dann unten auf die gewünschte Höhe. Und jetzt geht man mit mir, ich beuge mich mal runter und da sieht man schon so ein bisschen ein Problem. Die Polster müsste man jetzt, damit man das Bett noch weiter runterfahren kann, umlegen.
Wenn man die umlegt, muss man aber aufpassen, dass man mit diesen eigentlich schönen Leuchten hier nicht auf die Polster gerät und sie dann abbrechen. Das ist eine große Gefahr. Die ist einfach da und ich finde, das ist keine perfekte Lösung. Hier liegt jetzt die Bettdecke, die wir, wie gesagt, oben nicht unterbringen. Ich gehe noch mal raus und zeige euch noch mal das Bett von oben. Das ist eine schöne Doppelbettgröße. Da hat man richtig schön Platz. Und wenn man diese Polster umlegt, dann kann man das auch noch deutlich weiter runterfahren. Jetzt fahren wir es erstmal weiter hoch, damit ich euch zeigen kann, nachdem ihr hier die Fläche gesehen habt. Ach ja, etwas noch vergessen. Schaut mal hier drunter. Hier haben wir keinen klassischen Rost. Wir haben hier so ein Kunststoffmaterial, das etwas Luft lässt. Aber das ist der Höhe geschuldet, die ich eben schon angesprochen habe. Würde man da noch einen Rost runter machen, würde man noch weiter an Höhe verlieren. Jetzt fahren wir das mal wieder ganz hoch. Übrigens auch die Bedienungsanleitung weist aus, dass man hier die Bettdecken nicht drauf lassen darf. So. Jetzt sind wir wieder oben. Und dann vielleicht zu dieser Lounge. Die Nutzbarkeit dieser Lounge ist reduziert, weil man eben hier die Bettdecke lagern muss. Wo sollte man sie sonst lagern? Dort ist zwar der Kleiderschrank, ich öffne den mal, aber da hat man ja Kleider drin. Und da jetzt Platz für die Bettdecke zu finden, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ansonsten ist die Idee schön, aber dadurch, dass es eben von der Höhe her begrenzt ist, haben wir es in diesen 14 Tagen nicht so genutzt, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir haben gesagt, oh, tolle Idee mit dieser Lounge-Ecke hier, da kann man sich aufhalten. Aber wenn man eben dieses Problem mit der Durchgangshöhe hat, dann nutzt man es eben nicht. Hier haben wir eine schöne Idee, kann man so einen Tisch rausfahren. Das ist witzig gemacht. Benutzt haben wir es allerdings nie, wie gesagt, wegen der Problematik mit der Höhe hier. Ich denke, sowas muss man berücksichtigen, wenn man so ein Auto konstruiert. Oder man muss als Käufer dran denken, wenn man eben höher oder länger ist als 1,80 Meter, sollte man auf dieses Hubbett verzichten oder sich mit einem anderen Modell auseinandersetzen. Interessant auch hier, wie kommt man auf das Bett hoch? Da kann man so einen Schemel rausklappen, den man dann wieder reinfährt. Keine schlechte Idee, aber so ein bisschen was Nachteiliges hat es auch wieder. Schaut mal, das ist die Tür zum Waschbereich. Ja, gehen wir da rein, dann kannst du mich besser filmen. Die können wir jetzt öffnen und gleichzeitig dient die als Abschluss gegenüber der Küche, wenn man so möchte. Aber wenn man jetzt hier aus diesem Bereich, ich gehe mal hier rein, aber wenn man hier wieder raus möchte, gerade nachts, jetzt guckt euch mal die Kanten an, ist die Gefahr relativ groß. Die Tür sollte ja auch hinter mir wieder zugehen. Da hat man kaum Platz. Und schlaftrunken möchte man das eigentlich nicht machen. Ich denke, eine Schiebetür, die hier in die Wand verschwindet, wäre hier eine bessere Lösung. Denn wenn ich jetzt hier aus dem Toilettenraum heraus bin, muss ich diese Tür ja wieder schließen, damit ich in den restlichen Wohnraum komme. Ich mache das zu, ne? Ihr seht, hier wäre eigentlich eine Schiebetür in meinen Augen die bessere Lösung. Hier die Toilette. Eigentlich eine angenehme Geschichte, eine Verbindung nach außen. Was allerdings ein bisschen mühselig ist, hier unten gibt es einen von Hand zu bedienenden Mechanismus, um diese Klappe, die dann die Aufbewahrung dessen, was man nicht sehen möchte, von oben trennt. Aber das geht sehr schwer und es ist keine gute Position in dieser Enge, um das zu bewegen. Gleichzeitig hinten haben wir diesen Spülknopf. Aber was passiert, wenn man hier diesen Deckel öffnet? Der Spülknopf ist verdeckt. Das bedeutet, man muss jedes Mal, um zu spülen, diesen Deckel runter machen. Und das ist nicht sehr angenehm. Ein schönes Bad, schön geformtes Waschbecken. Ich habe nur einen Tipp als Verbesserung. Diese Ablage hier ist eigentlich unnötig. Denn man hat hier einen wunderbaren Schrank, wo man alles unterkriegt. Und jetzt guckt mal, wenn man hier die Zähne putzen möchte und mit dem Kopf über das Waschbecken geht, haut man sich hier den Kopf an, wenn man nicht aufpasst. Also es wäre wesentlich besser, dieses Brett hier wegzulassen. Der Schrank ist groß genug und vielleicht sogar den Spiegel auch ein bisschen weiter oben anfangen lassen. Aber so ist man oft neben dem Spülbecken und muss sich sehr bemühen,
das, was man wieder rausspucken möchte beim Zähneputzen, wirklich rauszukriegen. Was schön ist übrigens in diesem Reisemobil, es hat einen durchgängigen Doppelboden. Also man hat keine Stufen, das ist ein großer Vorteil. Ich mache jetzt mal diese Stolperfalle wieder weg und zeige euch das mal. Darunter haben wir auch noch Fächer, Staufächer. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen was reingefüllt. Und gleichzeitig ist das ein isolierender Doppelboden. Hier noch ein zweites Fach. Eine, wie gesagt, durchgehende Fläche. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja, hier haben wir noch eine zweite Tür. Und das ist eben das, was ich vorhin angesprochen habe. So sollte man es mit der anderen Tür auch machen. Die Türe geht prima zu und sie verschwindet in der Wand. Hier ist noch so ein kleiner Stopper. Ist clever gemacht. Ist sehr schön. Wie gesagt, wenn ich jetzt ins Bad möchte, guckt mal, muss ich in die Dusche steigen, damit ich hier wieder reinkomme. Das kann man machen, aber wie gesagt, wenn da eine Schiebetüre wäre, wäre das besser. Schaut mal die Dusche an. Wir haben drin geduscht. Das funktioniert. Es ist jetzt nicht feudal, aber dafür ist natürlich auch alles auf konzentriertem Platz. Funktioniert gut. Wir haben übrigens einen Wasservorrat von 120 Litern hier. Damit kommt man, unserer Erfahrung nach, 3-4 Tage klar, wenn man nicht zu viel duscht. Ja, gehen wir mal weiter nach vorn. Ja, und jetzt komme ich über den Küchenbereich und den Essbereich schon wieder zum Bett. Nämlich, das ist das eigentliche Hauptbett. Dieses Hubbett hinten, das ich euch vorhin gezeigt habe, kostet, ich glaube, 2250 Euro zusätzlich. Ist natürlich elektrisch verstellbar, aber gehört nicht zur Grundausstattung. Das bedeutet, man hat dann dieses Hauptbett für 2 Personen und kann hier unten noch umbauen für eine 3. Person. Das ist möglich. So können wir jetzt mit dem Hubbett hinten und mit diesem mechanischen Hubbett vorn 4 Personen problemlos unterbringen, ohne hier Umbauarbeiten vornehmen zu müssen, bis auf die, die ich euch hinten mit den Decken beschrieben habe. Jetzt mache ich das mal runter, das geht eigentlich relativ leicht. Das Einzige, was man beachten muss, man muss die Sitze flach stellen. So sind sie jetzt nicht flach genug. Schaut mal, ich zeige euch das. Die muss man jetzt so umklappen. So. Und dann erst kann ich dieses Bett sorglos nach unten klappen. Und dieses Geräusch begleitet uns immer wieder. Aber vielleicht würde ein klein bisschen Öl helfen. Ja, hier haben wir auch wieder eine Doppelbettgröße. Kann man prima zu zweit schlafen. Und im Unterschied zu hinten, schau mal mit der Kamera, haben wir hier einen wirklich schönen Rost drunter mit einer zwar etwas dünnen, aber wirklich komfortablen Matratze. Darüber auch gibt es die notwendige Luft. Allerdings, schaut mir mal zu, ich versuche mal dieses Dach zu bewegen. Das ist echt jedes Mal eine Gefahr für die Finger. Und es ist nicht gut für den Körper, wenn man das so reißen muss. Hier scheint einfach beim Einbauen eine Verspannung entstanden zu sein. Das ist übrigens nicht nur bei dem hier so. Auch hier geht's. Hört euch das mal an, geht es relativ schwer. Das ist oder das kann meines Erachtens nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also ich schiebe jetzt mal dieses Bett wieder hoch, denn wenn man tagsüber dieses Bett nicht braucht, wäre es natürlich unten im Weg. Jetzt hat es eingerastet. Dann, übrigens auch hier muss man natürlich, um es nicht zu vergessen, die Bettdecke entfernen. Ansonsten kriegt man das nicht hochgepresst. Also auch hier muss man einen Platz finden für die Bettdecke und das Kopfkissen. Ich lege das eigentlich meistens vorn hin. Jetzt habe ich es gerade mal rausgemacht für die Aufnahmen. Dann die Sitze wieder umklappen und man kann das hier als Wohnbereich nutzen. Apropos Wohnen, zum Wohnen gehört ja auch das Fernsehen. Gehen wir an mir durch, dann zeige ich noch diese Bedieneinheit. Hier haben wir einen LED-Fernseher. Der ist allerdings auch aufpreispflichtig und schön gemachte Ablagen mit den Bedienelementen hier, die allerdings wenig intuitiv sind. Man muss das ausprobieren, welches Licht mit welchem Schalter. Das könnte man, denke ich, auch noch so ein bisschen eleganter gestalten. Was jetzt ganz schön ist, früher waren in den Wohnmobilen hier über den Türen diese technischen Einrichtungen, die man braucht. Jetzt ist das schön unter dieser Klappe und vor allem nachts stört es nicht mehr mit der Helligkeit. Das ist sehr schön, weil ja der Deckel davor ist.
Ja, hier kann ich also jetzt drehen und dann zum Beispiel die Außentemperatur. Wir gucken mal, was haben wir jetzt? Hier haben wir innen im Auto 25 Grad und außen haben wir 22 Grad. Und dann sehe ich hier den Batteriestand für die Wohnraumbatterie, für die Autobatterie, für das Frischwasser, wie viel Prozent Frischwasser drin sind und wie viel Prozent Abwasser. Jeweils 25% im Moment. Unsere Erfahrung ist allerdings, diese Anzeige stimmt nicht wirklich gut. Darauf kann man sich leider nicht verlassen. Aber hier wird alles eingestellt. Hier noch die Heizung. Also Warmwasser, Wohnraumheizung. Das alles wunderbar versteckt in diesem Fach. Und wie gesagt, stört auch nicht durch helles Licht. Das war bisher echt ein Problem, wenn man da oben gelegen ist. Und es war offen hier, dann hat es wirklich fast geblendet. Ja, die Ablagen habe ich euch gezeigt. Die Schalter habe ich euch gezeigt. Hier noch ein paar Fächer unten drunter. Das sieht man jetzt von dort nicht. So ein Schuhfach eigentlich an der Stelle wirklich schön gemacht. Da kann man die Schuhe reinschmeißen. Sind sie weg und sind trotzdem an der Stelle, wo man sie braucht. Ja, das ist der im Wesentlichen und mit unseren Erfahrungen angereichert, der Bürstner Ixeo i744, den wir jetzt 14 Tage in die Vendée gefahren haben und nun auch wieder zurückfahren werden. Macht's gut!